Hi Leute, wir sind zurück bei Riders of Icarus. Ich habe jetzt schon mal das Kraut hier fertig eingesammelt. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Nebenquests von dem Gebiet an, damit wir unser Level Up bekommen. Okay, wir sollen verschiedene Dinge sammeln, bisschen was töten. Raus mit dem Pet. Und Tierblut. Sammle untoten Tierblut. Das waren die untoten Bison hier. Sind wir jetzt erstmal. Das heißt jetzt erstmal wieder ein paar Nebenquests und dann machen wir uns wieder zum Schluss des Parts wieder an die Hauptstory. Können wir denn hier alles machen? Das Tierblut sammeln und hier ist noch irgendwas mit einem X markiert, das kann ich aber jetzt nicht sehen auf der Map. Richtig viel zum Sammeln. Das ist wieder alles richtig weit auseinander. Es wird wieder einige Zeit dauern. So, und damit wir hier jetzt nicht über meine 35 Minuten Maximum Marke kommen, gibt es natürlich auch hier wieder so einen kleinen Cut. Ihr habt gesehen, hier von den Bisons bekommt man das Tierblut, von den Wölfen müsste man das glaube ich auch bekommen, genau. Und dann gibt es einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn die Quest abgeschlossen ist. So, und da sind wir auch wieder zurück und die Quest ist jetzt erledigt. Ungefähr so 7-8 Minuten hat es gedauert. Und ich bin auch direkt so an einem Platz gegangen, wo hier eine Markierung war. Die wollte ich mir anschauen. Neutralisiere Seuchenkatalysator. Hier lag irgendwie was, das weiß ich, das habe ich schon gesehen gehabt. Ach, das war einer von den Armen. Sollte mich vielleicht ein bisschen heilen. Okay, denn hier liegen die Arme rum. Das war aber jetzt nur eine Hand. Da oben. Ach nee, da drinnen steht was. Okay. Hier liegt noch einer. Das große Ding sollen wir kaputt machen. Ach, natürlich stehen da Mobs drumrum. So. Petankt. So. Die Flasche.
Pflanzen hatten wir fertig. So, dann sammeln wir die Arme fertig ein. Die respawnen ja anscheinend schnell. Laufen eine Menge Leute ohne Arme rum. Okay, dann, weil ich keine Lust habe, die anderen Teile davon zu suchen, bleiben wir einfach hier und machen immer denselben immer wieder an und aus. Siehst, und da hat schon wieder einer einen Arm verloren, war. Die armen Untoten, die hier rumlaufen. Ständig verlieren sie ihre Arme. Okay. Das wäre fertig. Da können wir gleich wieder drauf drücken, dann ist das auch erledigt. Und auch erledigt. Was brauchen wir jetzt noch? Wir müssen eine Schieferplatte holen. Schamanen besiegen. Gerade gemacht. Ach ne, wir haben die Katalysatoren, haben wir erledigt. Jetzt müssen wir noch den Generator davon zerlegen. So, gucken. Ach, das ist ein... Das ist ein Riesendrache. Okay. Müssen wir dich kaputt schießen. Und das auch. Und dann muss ich da auch ran. Ach, auch nur ran. Das ist schön. Sehr schön. Die Quest haben wir dann auch fertig. Dann halt jetzt nur noch eine ursprüngliche Schieferplatte. Die liegt da vorne. Nein, die hat der Typ da vorne. Okay. Hätte ich verfolgt? Der hat doch gerade so ein Piepen im Ohr. So. Guck mal hier. Hallo, jetzt noch Freunde rufen? Nix. Schummeln, der hat geschummelt, ich schwöre. Hallo, ich rufe auch nicht zwei Freunde. Weil ich keine habe. Gibt's ja nicht. Da schummelt der einfach. Und was gab's hier Schönes? Zeichen von Trionceros. Habe ich noch nicht gehört.
für welches das sein soll. Okay, jetzt noch Schamanenpaletten. Okay, ich werde mal bei dem einen Typen erstmal die Blutquest abgeben. Das kann sein, dass der nämlich auch noch eine Folgequest hat. Nicht, dass ich die dann nicht vergesse. Only the weak feel fear. Hier war auch noch irgendwas. Can you really do it? Sag ich doch. Genau. Also, sammle gebanntes Gehirn. Das heißt, die waren Quest-Item. Das Ding gibt noch eine Quest. Halte Klau eines untoten Bären. Das sind untoten. Ach genau, so eine Klau hatte ich schon mal. Nichts mehr. Aka, okay, den verbannten Sklaven, der da vorne rumläuft. Müssen wir ihre Gehirne wegnehmen. Gucken, sind wir jetzt bei rund 11 Minuten. Könnte ich dein Gehirn haben? Ich steig auch dafür ab, wenn du magst. Na. Also, Leute. Da sind hier schon nur zwei rumgelaufen und die beiden haben nichts gedroppt, ey. So ja nicht. Würde mich jetzt verarschen? Ha!
Okay, ihr habt gesehen, Droprate ist scheiße. Und das heißt, nochmal wieder ein kurzer Cut, bis wir alle zusammen gesammelt haben. So, und da bin ich wieder. Und wir haben die Gehirne fertig gemacht, gerade eben. Aber es gefällt mir zwar gar nicht, dass ich jetzt immer zu... in den letzten Parts immer Cuts reinmachen musste, aber es ist halt wirklich viel zu lange, um das mit aufzunehmen. Jetzt habe ich für diese 8 Gehirn-Drops habe ich fast 30 Viecher killen müssen. Only the weak feel fear. So, was gibt's hier? Schattenläufer, Titel und Stärke dran. I am eternal. Okay. Mal schauen. Was macht der? Verteidigung plus 20. Ja, komm, nehmen wir den. Ist zwar eigentlich useless, aber was soll's. So, jetzt waren das noch die Schamanen. Genau, die Schamanen und die Main Story. Okay. So ist das schön. Diese Mage-Gegner, die lassen sich immer so schön leicht umhauen. Gehen wir in Richtung von diesem komischen Altar des Feuers schon mal hin. Okay. So. Das wollte ich jetzt gucken. Ihr konntet genau die Verteidigung hochmachen. Ach, scheiße. Auch nur normale Verteidigungspunkte.
Punkte. Dann darfst du auch wieder gehen. Ich suche immer noch ein Pet fürs Equip. Das die Verteidigung in Prozente erhöht. Und nicht einfach nur so um eine gewisse Punktzahl. Weil mich einer vorhin angeschrieben hat und gesagt hat, der weiß, dass ich so ein paar Pets noch auf der Suche bin. Ich hab ihm gesagt, dass diese Rhinos hier was mit Verteidigung machen, aber er wusste nicht mehr was. Deshalb habe ich mir nochmal schnell geteamt eben, um zu gucken. Und außerdem will man ja auch sein Bestiarium mal voll bekommen. Deshalb einmal ein Thema, was rumläuft in dem Gebiet. Halt für den Eintrag. Der ist respawned, den holen wir uns gleich. Bam. Okay, halt, das ist was anderes. Du bist... Ach, das ist das... Das ist ein Hieronisch. Das ist, glaube ich, das, wofür wir vorhin das Rezept für bekommen haben, ne? Trionziros, genau. Und du musst jetzt 5 Viecher davon tämen und versiegeln, da 10 von tämen und versiegeln. Farbstoff. Und dann diese anderen... Okay, das ist gut zu wissen, dass das ein Rezept für ein heroisches Pet ist. Dann kann ich das bestimmt ein bisschen teurer verkaufen. Was bringst denn du? Was bringst denn du? Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist das im Bestiarium schon eingetragen? Bin ich jetzt? Ne. Steht natürlich nur drin, dass man das Zeichen herstellen muss, aber
nicht, was für Stats das. Schade, schade. Vielleicht werde ich mir das Rezept lernen und den mal versuchen zu tämen. Das heißt, wenn die einzelnen Sachen nicht zu teuer sind. Fertig, jetzt kommt die Hauptstory dran. Wie gesagt, zum Ende des Parts. Und dann werden wir auch sicherlich unser Level Up bekommen. Und ich glaube... Genau, das Fähigkeitsbuch muss ich noch suchen. Hier mit 48 und mit 50 Punkte verteilen muss ich noch. Hier haben wir einen wieder frei. Dann bekomme ich noch einen zusätzlichen Buff. So, hallo, hier bin ich. Du schönes heiliger Stein. Oh, der gibt noch mal eine Quest. Schauen wir uns gleich an. Ob ich so was wieder vergesse. Erhalte heiliger Stein. Wow. Lol. Okay. Dann. Ach, da war gar kein Port, ne? Müssen wir so hinfliegen. Buff. I'm not afraid of death. I failed the order. What is it? Cut to the chase. Sehr schön. Level up. Perfekt. Genau, hier good einmal to meet you. Die Nebenquest. You little humans aren't so bad.
ist dann was hier ist noch dran? Cut to the chase. Perfekt. So, da hinten noch die eine wir zum Abgeben und hier die nächste. Okay. So, jetzt müssten wir hier die ganzen Quests als wiederholbare bekommen haben. Ja. Dann die Nebenquests gehen wir auch nochmal. Oh. Wir haben nicht nur das Level Up bekommen, sondern auch schon 5 Millionen fürs nächste Level. Das ist geil. So, aber jetzt beeilen, sonst komme ich doch über meine 35-Minuten-Marke. Naja. This is important work we're doing. Real important. Hier Wüstenklaue sammle Hirse. Thanks for the hand. Das können wir. Das kann ich noch offscreen machen. Okay, bis wo muss ich fliegen? Bis da ganz hinten. Okay, das. Ich mach dann offscreen die Bärenherzen. Und flieg dann zum Main Story weiter. Und das alles im nächsten Part. Ciao, Leute.